Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Wie gesagt, die Kleber und die Schrauben brauchen wir jetzt nicht. Das werden wir wegpacken. Das Anleitungsheft werde ich mal kurz reingucken mit euch. Ich bin echt begeistert. Die Hefte, die sind wirklich super in Deutsch. Also ist wirklich nur Deutsch drin. Ist super erklärt, LED-Sensor, wo was ist, wie was gemacht wird. Da bleiben wirklich keine Fragen offen. Und das meine ich jetzt, da kann man den dann zum Beispiel da rankleben. Ja? Und jetzt mache ich euch nochmal hoch. Na, so. Das Positive an dem ist, das werde ich so einstellen, dass der in dem, ja, bei mir am Bett oder im Schlafzimmer, aber eigentlich müsste der im, ja, an der Tür zum Wohnzimmer, also zum Zimmer von meiner Tochter sein. Weil die Wecker klingeln bei uns relativ gleich, aber sie flitzt als erstes schon raus. Sie ist meistens so 5 Minuten, 10 Minuten vorher schon wach, bevor der Wecker überhaupt klingelt. Ja, dann geht denn dick, kann ich sagen, wenn, sobald da Bewegung früh um 8 ist oder vor 8, soll das Ding hier, wenn er da eine Bewegung macht, soll er nicht die Bullen rufen, dann soll er da die Steckdose anschalten. Und zwar diese hier. Und da ist dann meine Kaffeemaschine dran. Da bereite ich abends dann alles vor. Und dann, wenn früh ist hier, das springt auch nicht bei den Tieren an. Also das ist wohl dafür geeicht. Und der hier eine Bewegung merkt, schickt er das ans Home Control. Home Control sagt, oh, frühs, ja, wenn da eine Bewegung ist, soll die Steckdose angehen. Und hält die Steckdose an und hält meine Kaffeemaschine an und macht mir Kaffee. Und ich stehe auf und habe einen warmen Kaffee. Wirklich, es ist ohne Scheiße. Das geht. Das werden wir auch alle testen, denke ich mal. So, das soll es auch soweit zum Hardware-Video gewesen sein. Ich werde das Ding jetzt nicht extra ausbauen oder irgendwas dergleichen. Weil jetzt habe ich mit dem anderen Ding ja schon gemacht und es geht auf, aber ja, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal rumfummeln, um das aufzumachen. Ich werde das mal mit in den Karton packen wieder und zupacken, damit ich das nicht mit dem anderen verwechsel. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Unboxing oder morgen im Unboxing zu dieser Fernbedienung und Hardware-Video zur Fernbedienung. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.